Leute, hier, das funktioniert nicht mit Strom. Wir haben Stromausfall in der Wohnung. Shit, hit the fan. Alle drehen durch, weil die kein Internet haben. Mein Handy ist nur noch bei 46%. Warum klaust du jetzt meine Plug-Idee? Leute, meine Powerbank, die hat nicht mehr viel Saft. Vielleicht schafft sie, mein Handy damit zu füllen. Maggie will jetzt meine Vlog-Idee klauen und berühmt werden. Mit dieser Notsituation, mit dieser verzweifelten Notsituation. Leute, ihr wisst nicht, wie die Gemüter angespannt werden bei sowas wie Stromausfall. Ich sag euch, morgen früh um 8 liegen hier drei Leichen in der Wohnung. Und ihr seid diejenigen, die es rekonstruieren können, was hier passiert ist. Ich halte euch auf... Bitte, verdammte Scheiße, das wird noch ein richtiger Krimi heute Nacht. Wir haben gerade festgestellt, der Kühlschrank funktioniert nicht. Und ich habe die ganze Scheiße voll mit fucking Joghurt, der jetzt übelst schlecht wird. Alter. Da gebe ich einmal Geld aus für so einen scheiß Luxusgut hier, ja? Weil das runtergesetzt war ohne Ende. Und jetzt wird das schlecht. Das heißt, ich muss die jetzt alle gleichzeitig ineinander gemischt fressen. Toll! Die beste Entscheidung meines Lebens. Leute, wir haben das nächste Drama. Wir müssen klären, wer morgen früh den Elektriker anruft, früh um 8. Eigentlich ist es schon geklärt. Ja, Maggie steht gerne früh auf. Die sagt dann, ja. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht aufgeht. Auf geht's. Leute, ich sag es immer wieder, die Elektriker sind raffiniert. Die nehmen die Kohle an. Leute, ich glaube, meine Mitbewohner, die planen einen Komplott gegen mich. Ich bin der Einzige, der noch eine Powerbank hat und Zugang zu Internet damit. Ich habe die Hoheit hier im Hause. Alter, ist das eine Powerbank? Gib mir die scheiß Powerbank! Leute, die Sache wird immer heißer. Wir haben gerade neue Informationen herangetragen. Wir haben die Nachbarn vorhin gekockblockt. Die sind zwar verheiratet, aber ist egal. Die waren zur Sache gegangen und deswegen, wir haben geklingelt, wollten gucken, ob bei denen Strom ist, aber ne, die kamen an und er war nackt an die Decke eingesetzt. Jetzt hör auf mit dieser Scheiße. Gesellschaftsspiele, du bist so dumm. Ja, Leute, habt ihr Überlebenstipps für uns? Wir wissen nicht, wie wir... ohne Strom oder wie man den Strom leistet. Was macht man denn ohne Strom? Warte mal, vielleicht könnt ihr uns auch sagen, wie man den Strom... Alter, ist das hell. Wie man den Strom von seinen Nachbarn oder so... Hallo Leute. Das geht raus an alle Elektriker da draußen. Könnt ihr uns bitte sagen, wie wir den Strom von unseren Nachbarn oder so klauen können? Oder wie wir sonst irgendwie den Strom generieren können? Sollen wir vielleicht ein Fahrrad oder so einfach... Die Kerze raubt mir den Sauerstoff. Leute, ihr habt's gehört. Unsere Luft wird knapp. Das ist halt der Nachteil, wenn man so eine kleine Wohnung hat. Langsam spitzt sich die Lage wirklich zu. Wir brauchen eure Hilfe. Hilfe! Hilfe! Bitte! Hast du mich gerade auf den Fuß gefasst? Ich mache hier gerade ein Video, jetzt lass doch mal die Scheiße. Entschuldigung. Psst. Leute, der beste fucking Elektriker. Es gibt neue Entwicklungen. Hier, wir haben Licht. Wir haben Licht. Ich bin der beste Elektriker auf diesem... Einer ist schon wieder oben. Leute, wir haben hier ein Licht und nach probieren wir die Dinger wieder hochzumachen. Weil irgendwo ist hier ein Gerät, was hier die Scheiße verursacht. Und gleich sitzen wir vielleicht wieder im Dunkeln. Es bleibt spannend. Jetzt kommt der Velociraptor. Geil. Wir haben den Verdacht, dass es der Herd ist. Der wird... Alter, ich bin so gut. Ich bin der beste Elektriker dieses Planeten. Der Herd ist tot. Unser Herd ist tot. Und wer hat zuletzt Pizza gemacht, Margarete? Oh, Leute, wir haben jetzt wieder Strom. Der Herd ist weiterhin tot. Willst du erklären, wer den Strom wieder angemacht hat? Mein Joghurt ist auch tot. Und wir haben aber jetzt auch wieder WLAN. Aber ich glaube, die Story ist lang genug. Ich bin der beste Elektriker dieses fucking Planeten. Pass mal auf, falls die Frage mal aufkommt in einem Test oder so. Was ist der beste Elektriker des Planeten? Der sagt, lass noch mal probieren, ob der Strom jetzt wieder geht. Das stimmt überhaupt nicht. Ja, aber sicher. Ich habe genau gesagt, was wir probieren sollen und wie. Du hast beim Herd gewischt. Da ist bestimmt Nässe. Hallo. Mir ist aufgefallen, mein Lieblingswort ist definitiv Leute. Wir sind mitgenommen von den Events. Leute, da hört das, ne? Es wird jetzt geschlafen, das war's. Wir sterben hier.